erstmal zu einem neuen Video. Diesmal geht es um einen Fehler in Photoshop, der mir schon seit längerer Zeit auffällt, und zwar jedes Mal bei irgendeinem Update. Angefangen hat es in der 23er Version irgendwann mal. Ja, es war nicht von Anfang an der Fall, zumindest nicht bei mir. Und ich ziehe das mittlerweile bis in die 24er mit. Die neue 24er, die rausgekommen ist, wann war es, im September, hatte auch diesen Fehler, und den möchte ich mal ganz kurz zeigen. Es ist einfach zu beheben, ja. Dennoch ist es nervig, wenn man nicht gleich drauf kommt, was ist denn jetzt da eigentlich los, was ist passiert und so weiter. Ja. Und zwar, ich gehe mal hier in das Verschieben-Werkzeug, ja, und drücke mal die Taste B wie Bertha für den Pinsel. Dann kommt ihr in dieses Objektauswahlwerkzeug. Ja. Damit kann man leben, wenn man weiß, wie man jetzt zum Pinsel kommt. Und zwar zu dem normalen Pinsel oder generell zu den Pinselwerkzeugen, ja, die ja alle hier das B haben. Ja. Ich bin jetzt mal hier wieder in diesem Objektauswahlwerkzeug und ich kann mich ja durch diese Werkzeuge klicken, zum Beispiel in W, also in B jetzt zum Beispiel, weil das habe ich ja gedrückt. Wenn jetzt nochmal B drückt, bleibe ich ja hier bei diesem Werkzeug. Ja, ich kann ja oft so oft drücken B, wie ich will. Ja, ich möchte aber jetzt zum nächsten Werkzeug mit dem Tastaturkürzel B. Das wäre jetzt der normale Pinsel. Dazu muss ich die Shift-Taste drücken. Und dann komme ich auf mein Pinselwerkzeug. Ja, wenn ich dann nochmal drauf drücke, komme ich zum Buntstift. Und wenn ich dann nochmal weiter klicke, ja, Pinsel, Buntstift und so weiter, ja, kann ich mich da durchklicken. Ja. Ihr seht, bis zum Mischpinsel komme ich da runter. Ja. Aber das hier oben ist eigentlich eine andere Gruppe. Und die hat eigentlich auch ein anderes Tastaturkürzel, nämlich Wilhelm, also sprich W. Wenn ich jetzt W drücke, bin ich aber bei diesem Werkzeug, bei dem Zauberstabwerkzeug oder Schnellauswahlwerkzeug. Es wird übrigens immer das aktiviert, was ihr zum Schluss als letztes verwendet habt. Ja. Und also wenn ich jetzt nochmal hier W drücke, ja, und gehe jetzt zurück zu B und jetzt wieder zu W, dann bin ich wieder da, wo ich vorher war. Also das, was ihr zuletzt gehabt habt. Das kann ich ändern im Bereich Bearbeiten, Tastaturbefehle. Und dann müsst ihr euch einfach mal Tastaturbefehle für Werkzeuge rausholen. Und dann müsst ihr mal gucken. Und dann seht ihr hier bei dem Objektauswahlwerkzeug, dass da ein B drin steht. Das gehört aber eigentlich zu den Auswahlwerkzeugen. Und die Auswahlwerkzeuge haben aber hier ein W. Das kann man dann ändern. Man klickt hier rein, ändert dann den Buchstaben, geht auf Aktualisieren und dann auf OK. Und ab jetzt ist W, also wenn ich jetzt hier da durchklicke mit der Shift-Taste, lande ich eben dann, wenn ich B mache, dann bin ich jetzt in meinen Pinselwerkzeugen. Und so. Jetzt bin ich hier bei meinen Pinselwerkzeugen. Das ist relativ ein kleines Problem. Das ist aber jedes Mal bei einem Update mit dabei, weil dann werden irgendwie die Originaltastaturbefehle wieder überspielt, was weiß ich. Ja. Es nervt halt ganz einfach. Und ich habe gedacht, ich tue da mal euch zeigen, wie ihr das lösen tut, falls ihr überhaupt mit dieser Taste arbeitet, mit diesen Tastenkombinationen oder Tastenkürzel. Also ich arbeite viel damit, weil es schneller geht. Manche Tasten habe ich mir auch aufs Grafiktablett gelegt, weil ich da einfach näher dran bin. Und ich weiß aber auch, dass sehr viele mit der Maus arbeiten. Also die verwenden diese Tastaturbefehle nicht und dann merken sie das auch gar nicht. Ja? Das tritt wirklich nur auf, wenn man über diese Tastaturbefehle arbeiten tut. Und
die können dann relativ nervig sein. Ja. Und ja, von daher weiterhin viel Spaß in Photoshop und bis zum nächsten Mal.